40 Jahre Jubiläum, 40 Jahre Copyhouse, Medienhaus, 40 Jahre Analogie, digitale Wandlungen. 1969 war es eine Idee, den Datenhighway-Kiosk zu haben mit Zuhilfenahme von Maschinen. Wenn man 10 Jahre alt ist, ist das schon merkwürdig, wenn man sowas sagt. 1979 mit 20 hat man dann gesagt, yippie, ich mache es einfach. Ich biete der Welt analog digitale Wandlungen. Ja, jetzt schreiben wir das Jahr 2019, 40 Jahre Jubiläum. Ich lade alle ein, technisch, digital technisch dabei zu sein. Ich möchte mich nämlich bedanken in diesen 40 Jahren bei 30 Jahre Star Wars involviert, Promotion, 30 Jahre für die großen Konzerne tätig gewesen zu sein. Ja, ich war auch bei anderen tätig, ich nenne jetzt keine Namen, weil die haben mich sowieso vergessen. Möchte mich aber bei allen bedanken, die jemals hier waren, die in meinem beruflichen Leben, in meinem privaten Leben anwesend waren. Ob das aus dem Lebensbereich des Star Wars war, Lucas Art, Lucas Film oder diese großen Kaufhäuser mit gewaltigen Namen, die es heute alles nicht mehr gibt. Deswegen wiederhole ich nicht, weil kaum einer diese Firmen noch kennt. Ja, leider ist mit 1989 Sir Thomas Lee auch ins Leben getreten mit seinem World Wide Web. Wenn man eine Firma hat, analog digitale Wandlungen, ist es klar, dass man verdammt viele Menschen kennenlernt, die ein Hobby haben, einen Beruf haben und Fragen stellen. Diese Fragen wurden beantwortet in der Welt des Hobbys, in der Welt der Firmen wurde geholfen. Dadurch bekam ich diesen Spitznamen, du bist der Medienkanzler. Spitzname. Wenn man das dann sagt, kann es schon mal sein, dass man einen zwischen die Hörner bekommt, so wie 3DRIPO. Ja? Man ist dann plötzlich ein 3DRIPO und bekommt von allen Seiten einen zwischen die Hörner. Das muss man leider ertragen. Man muss so vieles ertragen in diesem Leben, erst recht in der Welt der Medien. Ein Schauspieler ist unheimlich freundlich vor der Kamera. Ist die Kamera aus, ist er unfreundlich, bis hin zu grausam. Weil auch Schauspieler, sagt das Wort, Schauspielern. Ein Medienkanzler muss leider immer so sein, wie er ist. Er steht natürlich jetzt nicht mit der Raute hier, das macht er nicht. Ich stehe vor euch und bedanke mich. Ich bedanke mich für alle Kunden oder bei allen Kunden. Ich bedanke mich bei allen, die jemals neben mir gestanden oder mich angerufen oder mich haben wollten. Freundschaften, nun, Freundschaften kenne ich nicht, das sind alles Kunden, weil auch ein guter Freund, der sagt, du, ich habe ein Problem mit dem Computer oder du, ich habe ein Problem mit der Kamera. Ja, ist halt so. Also, wenn man einen Beruf hat, ich weiß ja nicht, wie Zahnärzte reagieren oder Rechtsanwälte oder ne, die anderen Herrschaften, die haben natürlich ein Hobby. Ich meine, Rechtsanwalt ein Hobby, Prozesse führen als Hobby, glaube ich kaum. Ein Richter richtet sicherlich nicht als Hobby. Ne? Und ein Zahnarzt zieht keine Zähne aus Hobby. So, das sind alles Berufszweige. Wir leben alle in Berufszweigen, aber eines wundert mich schon. Ich sage zu dieser Welt Kunde. Diese Welt ist Kunde. Und ich bin Kunde bei euch. Ja? Ob ich nun zu einem Rechtsanwalt gehe, zu einem Zahnarzt gehe, zu einem Schauspieler gehe, ich bin Kunde. Ich frage ihn höflich, du, würdest du für mich vor die Kamera und so weiter. Ne? Oder darf ich dich fotografieren oder darf ich dich interviewen? Dann sagt er mir einen Preis und dem habe ich zu bezahlen. Diese Firma jetzt seit 40 Jahren wundert sich mittlerweile, ich als Medienkanzler wundere mich, dass ich immer alles umsonst machen soll. Ich soll umsonst mit meinem Equipment erscheinen, soll da große pompöse Sachen machen und soll das dann auch bitteschön sofort machen. Ja? Oder ich muss mich beleidigen lassen. Sofort, sofort, sofort. Oder noch mehr beleidigen lassen, wiederhole ich nicht. Du wiederholst dich mal, das geht dir am Sack. Geht dir am Sack. Wo ist denn eigentlich das Schöne geblieben?
Also, das ist das Resümee aus 40 Jahren Jubiläum. Ich feiere jetzt mit mir selbst vor einem großen Spiegel 40 Jahre Analogie digitale Wandlung. So, als Medienkanzler, sagt das Wort, ist er verdammt hoch ausgebildet. Nicht nur vor der Kamera, auch hinter der Kamera. Ja, ich bin ein Allrounder. Von A bis Z hat man mir so beigebracht. 1969 sah die Welt etwas anders aus. 1979 sah die Welt anders aus. Im Jahr 2019 kann ich nur sagen, die Welt sieht ziemlich grausig, brutal aus. Irgendwas Witziges an der Wand kann schon sein, dass das Rassismus ist. Brauche ich nicht näher drauf eingehen. Geht in die Videoclips, schaut sie euch an, dann wisst ihr, worüber ich spreche. Hier bedanke ich mich, ich, der Medienkanzler, jawohl. Jeder Kunde, der da war, lieb oder nett, ist mir egal. Jeder Auftraggeber, lieb oder nett, egal. Also jeder, ich nenne jetzt keine Namen. Jeder, der durch Zufall dieses Video sieht, den kenne ich doch, ja, den kennt ihr, weil er seit 40 Jahren eure Ideen umgewandelt hat von digital, analog und so weiter und so fort. Ja, ist es richtig und da sage ich einfach nur Danke. Ich sage einfach nur Danke, dass auch jemand mal gesagt hat, hör mal hier, schau dir an, ist ein guter Freund von mir, der kann das. Fand ich nett. Ich sage jetzt keine Namen, es gibt ja auch Menschen, die nett sind und es gibt Menschen, die nicht nett sind. Es gibt Gut und Böse. Nur das Böse ist unendlich und das Gute endet bei sehr gut. Ist halt so. Ja, der Medienkanzler macht analog, digital, digital, analog. Das bedeutet, alles, was ihr euch vorstellen könnt, in der heutigen Zeit, im Jahre 2019, hat jeder, nicht jeder, aber jeder hat eine Art Smartphone oder ein technisches Gerät. Dieses technische Gerät basiert auf einer Analogie oder auf einer digitalen Strukturebene. Und die beiden müssen irgendwie zusammen. So wie die neueste Technik, die ich habe hier, Industrie 4.0. Ich brauche nicht dahin zu gehen. Ich sehe hier, was los ist. Ne? Da steht jetzt, ich höre ab, weil ich eine Nachricht gesendet habe. Denn wir können ja heutzutage, also ich hier, begrüße euch total richtig in der Welt der Industrie 4.0. Wie ihr seht, es piept hier, ich kann hier ablesen, ich kann hier auch telefonieren. Ne? Viele wissen ja, was das ist, viele wissen nicht, was das ist. Das ist egal. So, ich bedanke mich für die Analogie und ich bedanke mich für die digitale Technik. Es wird hier gerade abgehört, habe ich gerade gelesen, weil ich eine Sprachnachricht versendet habe. Und jetzt kommen Kunden rein und ich bedanke mich. Morgen, hallo!